Stets waren sie bereit, gegen das Unrecht ins Felde zu ziehen, um das eigene zu verteidigen. Dafür kreuzten sie die Klingen und gingen mutig durch das Fegefeuer des Kampfes. Das taten sie in jeder Epoche unserer Geschichte. Eine Geschichte, die geprägt ist von Leid, Schmerz und Trauer, aber auch Mut, Kühnheit und Opferbereitschaft. Wir stehen hier vor den Gräbern deutscher Soldaten des Ersten Weltkrieges und wollen stellvertretend an diesem Ort unseren Toten in würdiger Weise gedenken. Was hätten Sie beitragen können zum Wohle und der Entwicklung unseres Volkes, hätten Sie nicht Ihr Leben auf den blutigen Schlachtfeldern hingeben müssen? Sie zogen nicht in den Krieg, weil sie Freude am Töten empfanden, sondern allein nur, weil es das Gesetz ihnen befahl. Und dasselbe trieb auch den Bruder an. Auch in seinem Volk weinten Mütter und Frauen. Auch diese Opfer sind Opfer zu viel. Aber auch diese taten es aus denselben Gründen der unseren. Deshalb müssen wir eine Lehre ziehen aus den Jahrhunderten blutiger Bruderkriege. Der Krieg kennt keine Sieger. Unsere Ahnen weisen uns den Weg. Wenn wir ihm folgen, folgt uns die Nation. Wir gedenken unseren Soldaten und müssen selbst Soldaten sein. Ein gerechtes Heer mit Anstand gegen die Unterdrückung. Die Toten mahnen uns. Sie haben geopfert. Doch was opfern wir?